Durch Fehlplanungen der türkischen Fluglinie Pegasus ist es auf dem Düsseldorfer Flughafen zu chaotischen Zuständen gekommen. Mit wüsten Beschimpfungen machten sich Reisende Luft, teilweise flossen auch Tränen. Bis zu 5 Stunden hatten viele vergeblich vor den Schaltern gewartet, um vielleicht doch noch ihren gebuchten Flug zu bekommen. Die Polizei musste die aufgebrachte Menge beruhigen. Bei Pegasus gab es zu wenig Personal für die Abfertigung und für die Überprüfung der Impfdokumente. Viele Flüge fielen aus.